Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, das Wochenende ist mittlerweile vorbei und ich war wirklich jeden Tag drin und habe die Sandwirbel gemacht. Also außer heute. Heute habe ich jetzt noch nicht irgendwas machen können, weil ich jetzt direkt aufnehme. Und ich habe immer noch nichts für Eve bekommen. Ich weiß nicht, mittlerweile glaube ich wirklich daran, dass es verbuggt ist. Ich befürchte sehr stark, dass es daran liegt, dass wir, ich glaube, es war in dem Bereich hier unten. Also einmal hatte ich ja dabei... Ach, das ist Eve! Ich dachte gerade, der Affe ist weggeflogen. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Ja, einmal war es ja der Bereich hier vorne rechts. Da war ja so ein Sandwirbel. Ich glaube, entweder da oder da hinten war noch ein Sandwirbel. Aber die tauchen alle seit insgesamt schon mindestens 4 Tagen nicht mehr auf. Und ich habe eine ganz, ganz blöde Befürchtung, was das betrifft. Also sollten die auftauchen, vielleicht kommen wir dann mal weiter mit der Aufgabe. Aber ich habe so die Befürchtung, dass solange wir die Aufgabe drin haben, die Sandwirbel, die wir vorher schon weggemacht hatten, nicht mehr auftauchen werden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist nur so ein Gefühl irgendwie. Ja, also da müssen wir noch ein bisschen länger mit warten. Aber ich habe es zumindest in der Zeit geschafft, dass wir Jack Skellington auf... Können wir jetzt so nicht annehmen, schade. Ach so, kann man das sehen? Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Oben rechts steht immer drin, wo die gerade drin sind. Ah, das heißt, ich muss einmal rüberpotten. Vergessenes Land. Mal gucken, ob er irgendwie bei sich zu Hause ist. Ja, das ist schon cool gemacht. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen bisher. Oh, ich muss meine Kürbisse schon wieder... Oder ich muss sie nicht gießen, hä? Gerade stand da noch drin, ich sollte sie gießen. Jetzt nicht mehr. Na gut. Check. Schnell! Es gibt viel zu tun. Ja, ich weiß. Ich habe dich auch gerade angesprochen. Wieso redest du nicht? Was gibt es Neues? Gameplayerin, ich habe große Neuigkeiten. Könntest du mir deine Hand leihen? Solange es eine bildliche Hand ist? Oh, was für ein amüsanter Scherz. Also, ich muss dir etwas sagen. Letzte Nacht wachte ich aus einem unruhigen Schlaf aus und mir schwirrten Ideen und Theorien im Kopf herum. Soll ich dir einen Kamillentee bringen? ich wusste nicht, dass Skelette schlafen. Natürlich tun wir das. Hast du noch nie den Ausdruck »Ruhe meine müden Knochen aus« gehört? Ich dachte, das gilt nur für Menschen mit Fleisch über ihren Knochen. Was hast du auf dem Herzen? Oh. Nun, die Magie des Ortes fasziniert mich. Was ist Dreamlight und was hat es mit dem Feiertagszauber von Halloween Town auf sich? Wichtige Fragen. Und ich habe vor, sie zu beantworten. Aber ich fürchte, mein Labor und meine Instrumente sind wieder in Halloween Town. Kannst du mir helfen, mein neues Labor einzurichten? Ich habe eine wunderbare Höhle unter einem Wasserfall gefunden. Darin gibt es einen Raum, der sich perfekt für ein Labor eignen würde. Du meinst die Vitalisminen? War da noch ein Raum frei? Ich bin mir gerade nicht sicher. Klar, ich treffe dich dort. Pass auf, dass du dich nicht verirrst. Die sind ziemlich groß. Ach so, ich dachte jetzt schon... Habt euch wohl, alle miteinander. Pass auf, dass du dich nicht verirrst, wenn du Richtung Mine läufst. Ja gut, da brauche ich ja gar nicht supporten. Da brauche ich ja im Endeffekt nur hier runter zu laufen. Und da können wir dann in einem mal eben... Zack. Hier am Baum ernten. Das muss ich ja auch echt mal anders machen, finde ich. Also ich meine, das ist ja okay so für eine Steppe und so, aber ich finde irgendwie so von der Optik her, ich finde es nicht so schön und gemütlich, wie es sein sollte. Und es sollte schön und gemütlich sein hier in Disney Dreamlight Valley. Moment, ich sehe gerade, da ist irgendwas Rosanes drin. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich den schon hatte. Ja, wirklich mal eben gucken. Turmalin. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich den schon habe. So, dann schauen wir mal. Die Frage ist jetzt nur, findet Jack in den Minen? Oh, sehr schön. Alles mal eben nebenbei erledigt hier. Ich meine, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, dann können wir auch mal eben zumindest die beiden, beziehungsweise drei sind es, glaube ich,
die theoretisch auf unserem Weg liegen müssten. Es kann natürlich sein, dass es weiter reingeht. Also hier oben weiß ich das, was gewesen ist. Da haben wir ganz am Anfang mal eine Notiz gehabt. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt sein Raum ist. Es tut mir übrigens auch leid, aber meiner Stimme geht es leider immer noch nicht besser. Ach, er ist hier rechts drin. Ah, ich sehe schon. Ich dachte eigentlich, das wäre Mickys Raum gewesen. Aber gut. Nehmen wir jetzt mal so hin. Jack, Hallöchen. Was hältst du von diesem Ort? Es ist nicht erschreckend genug, zu düster. Aha. Nein, er ist perfekt. Ich kann mir schon vorstellen, was ich hier alles recherchieren werde. Meine Weihnachtsexperimente werden im Vergleich dazu leichtsinnig erscheinen. Das ist toll. Oder besorgniserregend. Ich bin mir nicht so sicher. Aha. Ich habe so viele Ideen und ich will sie alle schnell umsetzen. Was kommt als nächstes? Nun, ich werde wissenschaftliche Werkzeuge brauchen. Oh. Normalerweise würde ich mir die Werkzeuge von Dr. Finkelstein ausleihen, aber das ist jetzt nicht möglich. Was ist mit den Sachen hier? Du hast Fläschchen, einen Mörser und Stößel, Tränke. Oh, ich werde die Ausrüstung hier ganz sicher gut gebrauchen können. Mhm. Aber für die Experimente, die ich plane, brauche ich Werkzeuge, die bestimmte physikalische Toleranzen einhalten. Ich möchte nicht, dass mir etwas explodiert, weil ich die falsche Art von Glasbehälter benutzt habe. Boah, kann der mal weniger lachen, wenn ich hier gerade am Reden bin? Ich fange an zu bereuen, dass ich zugestimmt habe. Ah, so ein Quatsch. Ich habe diesen Ort aus einem bestimmten Grund ausgewählt. Gut, dass ich ein Genie im Herstellen bin. Was brauchst du? Mhm. Oh, nichts Besonderes, Ausfallendes. Nur eine Standardauswahl an Kolbenbrennern, Tiegeln. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte in der Lage sein, ein wissenschaftliches Set mit Weichholz, Kohle, Stoff, Eisenbarren und leeren Fläschchen herzustellen. Klar, wir sprechen uns später. Mhm. Genial! Ich gehe jetzt zu Merlin. Ich habe gehört, dass er einen Sinn für Magie hat und ich könnte eine Einführung eines Experten in die arkanen Kräfte gebrauchen, die hier am Werk sind. Auf Wiedersehen, aha, mein Freund. Angenehme Schreie. Hä? Hat da jetzt gerade jemand von der anderen Seite noch gesprochen? War doch gerade noch so eine Sprechblase, oder nicht? Egal. Ja. Eisenbarren, das wird wieder, dann kann ich doch nochmal durch die Mine durchlaufen, alles einsammeln, ne? Moment, Moment. Also, nee, nicht am Strand, wir müssen hier hin. Ich muss mir echt den Punkt zum Porten mal irgendwie anders setzen. Ich meine, das ist schön, dann bin ich hier direkt am Kürbisfeld. Aber ich möchte halt eigentlich dann auch zu mir ins Schloss kommen von dem Punkt aus. Übrigens, ich bin mir nicht sicher, ob das hier vorne war oder hier vorne, aber die Säcke von Disney, also Disney Dreamlight, haben wirklich wieder also da hinten diese Sträucher, sage ich jetzt mal, weggenommen. Moment, habe ich jetzt hier was gehabt, was ich jetzt... Ah ja, doch, habe ich eins. Hi! Hier wollte ich nochmal kurz rein. Das vergesse ich nämlich leider jedes Mal, weil ich ja jetzt auch gar nicht mehr hier bin. Alles klar. Ja. Ha. Die Sachen sind nicht so wichtig, aber alles die Goldbarren sind halt unheimlich wichtig. Ja. Vergiss das nicht. Oh. Nein, du bist nicht hier, um zu helfen. Du bist hier, um mich zu stalken. Egal, wo ich hingehe, du kommst mir immer wieder nach. So, Moment, wir gucken jetzt erstmal, was wir schon mal haben. Also, Eisenbarren herstellen, ja. Funktionelle Gegenstände. Ach, du... Nee, Moment. Ach, Quatsch. Wir brauchen 3 Eisenbarren und wir haben noch 13 Eisenbarren. Oh, ich habe gerade einen Schock bekommen. Okay. Aber ich sollte ihm... Das war doch jetzt ein Buch, was ich... Wissenschaftliches Set... Achso, wo ist er denn überhaupt? Ich kann... Er wollte eigentlich ja zu Merlin gehen. Da ist er aber nicht... Ach, Merlin ist jetzt bei ihm. Okay. Ist auch gut. Irgendwo... Oh, da fehlt noch ein Kürbis. Wieso habe ich den zuletzt nicht mitgenommen? Ah, hier. Hi.
Bitteschön, dein wissenschaftliches Set. Halte deine Ausrüstung bereit. Es ist Zeit für die Wissenschaft. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann, Gameplayerin. Wie war dein Gespräch mit Merlin? Sehr produktiv. Wir sprachen über Dreamlight-Magie, planetarische Ausrichtung und ätherische Kristallisation. Ja, das würde mich mal interessieren. Ätherische Kristallisation, was ist das? Das ist, wenn magische Energien eine feste Form annehmen. Nun, die Scherben, die sich hier bilden, sind besonders faszinierend. Merlin erwähnte ausdrücklich Nachtscherben. Nein, von denen habe ich nicht so viele. Meinst du, du könntest welche für mich finden? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Das ist dunkle Magie, Jack. Sei vorsichtig. Ich bin ein Wissenschaftler, Gameplayerin. Nein, ein Visionär. Ich meine ja nur, sei vorsichtig. Der lacht mich aus, wenn ich das sage. Natürlich, ich werde den Inbegriff von Gewissenhaftigkeit sein. Jack, du musst zugeben, dass du ein bisschen dazu neigst, zu schnell zu handeln, bevor du schaust. Oh nein, das gehört alles der Vergangenheit an, das versichere ich dir. Okay, okay, ich lass dich dein Ding machen, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Das würde mir im Traum nicht einfallen, Gameplayerin. Gut, ich hole dir ein paar Nachtscherben. Ausgezeichnet! 6 von ihnen sollten ausreichen. Ich treffe dich danach in den Vitalisminen. Ich muss los. Die Arbeit ruft. Okay, die 6 hat er anscheinend schon, weil er stand jetzt direkt, dass ich in die Minen reingehen kann. Aber ich weiß, dass ich nicht viele hatte. Also wahrscheinlich habe ich gerade so die 6 oder sowas jetzt noch bei mir im Vorrat drin. Ach, das ist doch doof, ehrlich. Ja, und natürlich sind die jetzt auch wieder alle zurück. Nein! Och, willst du mich jetzt veräppeln? Gerade stand da noch, ich soll in die Mine gehen. Jetzt hole ich mir das Ding hier um die Ecke, aber wenigstens noch. Gerade stand da noch, ich soll in die Mine gehen, weil ich gedacht habe, dass er das dann selbstständig, sage ich jetzt mal, ja gut. Ich gebe zu, eigentlich war es blöd, weil er hat noch nie irgendwas aus der Truhe heraus gerechnet. Wenn ich irgendwo was hinbringen sollte. Also nur, wenn ich was machen musste. Eigentlich war es, ja, blöd gedacht von mir. Sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn er oben steht... Jetzt steht ja auch wieder, gehen die Vitalismin. Toll. Jetzt haben wir es leider nicht mehr so schön mit dem, mit dieser Truhe da hinten. Weil ich habe die ja jetzt ganz anders sortiert. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe die genau falsch rum sortiert. Ich glaube, ich muss erstmal nach hier. Genau, da sind die Nachtscherben. Na gut, ich habe doch noch ein paar mehr. Aber ich habe halt wirklich nicht mehr viele übrig. Ich würde mich jetzt mal interessieren. Moment, sammeln. Bei Sammeln ist nur Traumscherben drin. Oder halt die Blumen, aber... Wieso steht da vor allen Dingen... Ach so, weil wir die Pixelscherbe noch nicht freigeschaltet haben. Ja, yeah, das ist okay. Aber wieso stehen hier die... Ne, unter Edelsteine steht es auch nicht drin. Hä? Oder konnte man die selber herstellen? Aber ich weiß, dass ich die nicht hergestellt habe. Ich weiß, dass ich da schwarze hin und wieder mal bekommen habe. Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Also wenn ihr das jetzt auswendig wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt rausfinde. Weil ich bin mir sicher, hundertprozentig sicher, dass wir die schwarzen... Oh oh. Hat er schon angefangen? Zumindest hörte sich das gerade so an. Dass wir die schwarzen Scherben mal so eingesammelt haben, das wollte ich sagen. Aber die halt eben sehr, sehr selten sind. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo das sein könnte. Du stehst jetzt hier draußen, das ist irgendwie kein gutes Zeichen.
So, Jack, was hast du angestellt? Bitte schön. Bitte sehr, Jack. 6 Nachtscherben, wie versprochen. Du kommst gerade rechtzeitig, Gameplayerin. Ich habe einen Durchbruch erzielt. Jack, ja, soll ich mir Sorgen machen? Genau, das ist ja wunderbar. Ich war nicht mehr so aufgeregt, seit ich Christmastown entdeckt habe. Was ist also dieser Durchbruch? Ich könnte es dir erzählen, aber ich würde es dir lieber zeigen. Ich mahle die Scherben zu Pulver, füge es hinzu, rühre um und fertig. Haha, ich glaube, dieses Mal habe ich mich selbst übertroffen. Hm? Muss mal kurz einen Schluck trinken, weil die Stimme nachzumachen, die geht echt auf die Stimme halt. ein Riesen-Nachtdorn, ist der nicht wunderschön? Nein! Das ist sehr schlecht, Jack. Ich habe dir gesagt, dass das eine schlechte Idee ist. Was ist mit meinem Nachtdorn los? Ich habe so hart daran gearbeitet, sie davon abzuhalten, das Tal zu erobern. Naja, sie sind halt immer noch da, ne? Bleibt er unkontrolliert, wird er sich vermehren und das Vergessen überall verbreiten. Oh, nun, das war sicher nicht meine Absicht. Ich weiß, und so langsam, glaube ich, weiß ich auch, wer an dem Vergessen damals schuld gewesen ist. Aber jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Vielleicht könnte ich mit ein paar weiteren Nachtscherben... Oh nein, ich fürchte, du hast deine Privilegien für magische Zutaten vorerst verloren. Ich werde mit Merlin darüber sprechen. Nun, wenn es sein muss. Na gut, ich bin weg. Bitte versuche, keine neuen Nachtdorn zu machen. Okay? Auf Wiedersehen, mein Freund. Angenehme Schreie. Ich schreie wirklich gleich. Ich muss das jetzt wieder alles in Ordnung bringen. Was machen die hier nur alle? Kann ja keiner einfach mal sich hinsetzen und Schach spielen oder irgendwas Ungefährliches machen. Ach, Merlin, wo bist du? Da. Bevor der wieder an mir vorbeirennt. Nee, der ist nett, der bleibt stehen. Nur du kannst helfen. Merlin, ich könnte Hilfe gebrauchen. Es ist ein kleiner Notfall. Ich glaube, hier zu leben ist ein Notfall? Meine Güte, was ist denn jetzt schon wieder los? Nun, ich habe Jack Skellington bei seinen Träumen von wissenschaftlichen Entdeckungen geholfen. Und etwas ist furchtbar schief gelaufen. Ah, in dieser Situation war ich auch schon. Ich wusste, du würdest es verstehen. Nur zu gut. Nun, sag mir, was schief gelaufen ist. Jack Skellington war neugierig auf Nachtscherben und irgendwie hat er eine Riesen-Nachtdornpflanze erschaffen. Ich nehme an, ich sollte es missbilligen, aber ich kann nicht sagen, dass ich nicht schon einmal in der gleichen Situation war. Wirklich? Oh ja, ich habe meinen Teil der Experimente gemacht, bevor du ins Tal zurückgekehrt bist und, naja, nicht alle davon waren erfolgreich. Zum Glück habe ich genau die richtige Formel dafür. Eine Art Zaubertrank, wenn man so will. Es stellt sich heraus, dass komplementäre Metaphysik der Schlüssel ist. Du bist der Beste, Merlin. Aber ich... Welches war es nun? War es grün? Nein, nein. Ich wette, ich bin der es muss lila Antwort, gewesen sein. Okay, der lila Trank, verstanden. Oder war lila genau das, was man in dieser Situation vermeiden sollte? Ich bin sicher, es steht in meinen Notizen. Ich weiß, dass du nach dem perfekten Gegenstück des Nachtdorns suchst. Ich habe eine grüne Formel, eine blaue Formel, eine gelbe Formel und eine lila Formel. Aber welche ist die richtige? Könnte natürlich lila sein, weil der Nachtdorn auch lila ist. Also jetzt nur mal so spontan überlegt. Naja, wenn du meine Bibliothek betrittst, wirst du sie leicht finden. Merlin, ich habe gesehen, wie es in deinem Haus aussieht. Es ist ein einziges Chaos. So ein Quatsch. Alles ist genau da, wo es hingehört. Du verstehst mein Ablagesystem einfach nicht. Natürlich nicht.
Nun, ich überlasse dir die Verwaltung des Tals und du mir die Organisation meines Hauses. Jetzt muss ich mich um andere Dinge kümmern. Viel Glück, Gameplayerin. Danke, sehr freundlich von dir. Ja, finde ich auch. Danke, sehr freundlich. Du hättest ja mal mitkommen können, weil du ja angeblich dein super tolles Ordnungssystem so gut beherrschst. Jetzt komme ich hier nicht mehr rum. Ach so, Moment. Ich habe... Scheiße, ich habe den ja woanders hingestellt. Der steht ja jetzt hier oben. Nee, oder? Doch. Nee. Hä, wo habe ich ihn jetzt gerade gesehen? Doch, hier habe ich ihn hingestellt. Ach, das ist alles so. Da hinten steht jetzt Goofy. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal gezeigt habe. Die beiden sind hier vorne geblieben. Hier, das hatte ich ja schon mal gezeigt, dass sich das ein bisschen geändert hat von der Optik her. Normalerweise muss man dann hier auch nicht so viel sauber machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, die Nachthorn, die wachsen echt überall. Das ist schlimm. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare... Ja, ich hoffe mal, dass es eine wunderbare Idee ist, hier zu leben, weil du lebst hier, Dagobert. Nein, achso, doch. Ich dachte, ich muss jetzt eh drücken. So, da haben wir gelb. Grün. Hallo? Hallo? Oh, nee. Oh, ich dachte schon. Blau und lila. Merlin hat gesagt, dass der richtige Zaubertrank das Gegenteil eines Nachtdorns ist. Lege den richtigen... Ach so, das Gegenteil eines Nachtdorns. Das Gegenteil eines Nachtdorns könnte natürlich heißen, dass es der grüne Trank ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Kann man da drauf irgendwas sehen? Achso, Trank der Blume der Morgenröte, Trank des Blattes des Tages, Trank aus der Rinde des Abends, Trank aus der Wurzel der Dämmerung. Also entweder Morgenröte oder Tag müsste das doch theoretisch sein. Ich würde mal mit Grün anfangen. Wenn man das überhaupt kann. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht kann man auch nur das Richtige da drauflegen. So, aber wo ist der Nachtdorn? Das ist jetzt die große Frage. Weil er stand hier. Ich meine, hier sind Nachtdornen drin, aber sind die damit gemeint? Das ist jetzt die große Frage, oder? Gucke ich hier einfach nur, bin ich jetzt, sehe ich den Wald? Ach so, ach, den neben sich meint er sicher, oder? Den habe ich ehrlich gesagt eben gar nicht gesehen. Ja, ja, mit dem kann man interagieren. Okay, dann mache ich hier auch nochmal eben ganz schnell die Dinger. Gut. Interagieren. Grün nimmt er nicht an. Dann ist es gelb. So, gelb war der Tag, ne? Das ist die Morgenröte, genau. Gelb war der Tag. Das ist also richtig? Was ist das? Irgendwas passiert mit dem Riesennachtdorn. Aha. Funktioniert der Trank? Das tut er. Der Nachtdorn schrumpft. Sieh mal, es ist ein Spross des Nachtdorns übrig geblieben. Würdest du ihn mir bitte geben? Auf Wiedersehen. Ich bin mir nicht sicher. Bitteschön. Wie merkwürdig. Eine kleine Nachtdornenpflanze? Irgendwie bezaubernd. Das Ding ist eine Bedrohung. Da bin ich mir nicht so sicher. Sie scheint völlig frei von dunkler Magie zu sein. Das muss weiter untersucht werden. Ich werde das vorerst im Labor behalten. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Nun, ich muss meine Nachforschungen fortsetzen. Aber ich verspreche dir, dass ich sofort zu dir komme, wenn etwas aus dem Ruder läuft.
Und natürlich haben wir immer noch Merlins Trank, falls etwas schief gehen sollte. Naja, jetzt nicht mehr. Der ist jetzt, ne, verbraucht. Das könnte genau das sein, was ich brauche, um das Geheimnis der Magie hier zu lüften. Danke für deine Unterstützung meiner wissenschaftlichen Untersuchungen und deine Hilfe bei der Bewältigung dieser kleinen Situation, Gameplayerin. Ich helfe gerne, nur sei in Zukunft vorsichtiger, okay? Vielleicht ein bisschen mehr Theorie und ein bisschen weniger Praxis? Das sollte man auf jeden Fall in Betracht sehen. Was ist das? Ich wittere ein Abenteuer! Ja, das erste Abenteuer mit ihm ist jetzt erstmal vorbei. Er hat aber direkt schon das nächste freigeschaltet, was wir natürlich auch gleich machen werden. Aber dazu dann mehr. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt gleich noch einholen, nicht, dass er jetzt abgehauen ist gleich. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.